Das Thema lautet ja Rettung aus dem Chaos. Aber keine Angst, ich werde jetzt nicht über meine Anreise sprechen heute mit der Bahn. Ja, will ich jetzt nicht vertiefen. Sie tun auch ihr Bestes. Und, aber leider klappt es nicht immer wieder anschließend, wo ich dann komme ja aus Pforzheim. In Frankfurt war, hieß es, dieser Zug fährt heute nicht, der weiterfahren sollte nach Siegen. Gut, dann habe ich den schnellstmöglichen nächsten genommen. Das war dann ein Bummelzug und der hatte dann Triebwerksschaden. So bin ich dann letztlich für 2 Stunden Verspätung angekommen, so um 16:30 statt um 14:30. Aber trotzdem, der Herr hat Gnade geschenkt, dass ich jetzt hier bin. Ja, herzliche Grüße von meiner Frau, von unserer Gemeinde in Pforzheim, unseren Kindern. Und wenn ich über das Thema Rettung aus dem Chaos spreche, dann hat es ja einen sehr ernsten Hintergrund. Wir hätten ja noch vor 4 Jahren nicht gedacht, wie sich die Welt verändert. Erst kam die Corona-Krise, ich sage es mal ganz allgemein so, und dann jetzt diese Kriege, erst in Ukraine, jetzt auch in Israel. Und ja, wer hätte das noch gedacht, nachdem wir ja so viele Jahrzehnte Frieden hatten in Europa, dass auch in Europa wieder solche Kriege zunehmen. Viele haben Zeugen jetzt, dass es sich ausbreitet zu einem Weltenbrand. 2 solche zentralen Kriegsherde, wo auch der Islam beteiligt ist, wo Ost und West beteiligt sind. Und ja, wir können nur beten und um Bewahrung bitten, dass der Herr den Politikern Weisheit schenkt, dass er uns bewahrt, auch unsere Kinder, damit sie nicht eingezogen werden müssen, auch in diese Kriege jetzt. Das sind alles Dinge, die wir vor 4 Jahren noch gar nicht gedacht hätten, dass das mal so über uns alles kommt. Wir haben also Kriege in Europa und jetzt auch in Israel. Und als der Ukraine-Krieg anfing, habe ich gesagt, das ist schon schlimm, aber man muss beobachten, wenn es dann auf Israel losgeht, dann wird biblische Prophetie auch zu laufen beginnen oder sich wieder fortsetzen. Die Bibelleser wissen ja, dass Israel der Zeiger an Gottes Weltenuhr ist, dass vor Jahrtausenden in der Bibel vorausgesagt ist, was jetzt in der Endzeit geschieht. Also das ist allein schon ein Gottesbeweis, dass Gott existiert, dass er vor Jahrtausenden prophezeit hat, was wir jetzt vor unseren Augen sehen können, dass der Staat Israel wieder entstanden ist. Und wie es bei Propheten Zacharja heißt, dass sämtliche Nationen der Erde gegen Jerusalem ziehen werden. Aber sie werden Jerusalem nicht besiegen. Dann wird Jesus wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Das ist aber mehr ein Thema für die Endzeitkonferenz in Hoyerswerda, wozu ich herzlich einlade. Da bin ich ja auch ab morgen im Westerwald. Da habe ich einige Flyer auch hier ausgelegt. Aber heute geht es ja eher um die Frage für uns persönlich, wie gehen wir damit um, wenn diese Dinge geschehen. Und man kann ja nicht blind sein, wenn man die Bibel kennt und die Zeitung daneben legt. Da muss man ja sehen, vorausgesagte Prophetie und dann die Erfüllung vor unseren Augen. Das ist auch eine riesige Glaubensstärkung. Manchmal habt ihr vielleicht auch Zweifel. Ja, stimmt das alles, was in der Bibel steht? Aber wir sehen es jetzt auch vor unseren Augen, was sich in der Geschichte schon erfüllt hat und was sich jetzt erfüllt und noch erfüllen wird. Professor Werner Gitt hat ja mal ausgerechnet, dass es über 6000 Verse, also Sätze in der Bibel gibt mit Zukunftsvoraussagen. Und von diesen über 6000 Voraussagen hat sich über die Hälfte schon erfüllt. Es gibt keine einzige falsche Voraussage in der Bibel. Es kann also nur Gott geoffenbart haben. Ist das nicht wunderbar? Das ist für mich immer eine enorme Glaubensstärkung, dass ich sehe, die Bibel ist Gottes Wort und es gibt einen lebendigen Gott, der dieses Wort eingegeben hat. In der Bibel steht zum Beispiel, ich lese nur mal ein paar Stellen, und das ist auch die Endzeitrede Jesu, genau das, was wir jetzt erleben müssen. Das sagt Jesus, und zwar in Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Wir verschenken übrigens gerne nachher noch Bibeln, wer noch keine hat, könnt ihr das alles nachlesen. Ich lese mal ab Vers 4. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, passt auf, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Das ist mein Thema morgen Abend, da werde ich über die falschen Propheten sprechen, die es zu Tausenden gibt in unserer Zeit, und viele werden auf sie hereinfallen. Und dann kommt das, was uns alles auch in den Zeitungen jetzt begegnet und vielleicht auch schon bald näher rückt. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Sagt Jesus voraus. Das heißt nicht, dass er will, dass es geschieht, aber es muss geschehen. Man kann sich fragen, warum?
Nun, ich werde noch darauf heute Abend antworten, warum das so ist. Es muss so geschehen. Leider ist es so. Aber es ist noch nicht das Ende, sagt Jesus. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Die Wehen, wenn eine Frau gebiert, die häufen sich, die werden immer stärker. Und dann ist das Baby da, die neue Schöpfung. Und so ist auch in dieser Endzeit, dass die Gerichte sich steigern. Und irgendwann wird die letzte Wehe kommen. Und dann kommt auch Jesus wieder und richtet sein Reich auf. So ist die biblische Prophetie. Vielleicht ist es für manchen ganz neu. Deshalb, ich kann euch nur ermutigen, nehmt eine Bibel mit, lest darin, ihr werdet staunen. Und als Christen wissen wir eigentlich genau, was kommt, und wir können uns immer darauf einstellen. Wir wussten auch, dass Seuchen wieder kommen. Wir wissen, dass die Erdbeben zunehmen. Wir wissen aus der Bibel, dass auch wieder Kriege sein werden und viel Verführung. Alles das steht hier zum Beispiel in Matthäus Evangelium Kapitel 24. Und auch die Christenverfolgung. Man wird euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Ihr werdet gehasst werden von allen Nationen um meines Namens willen, sagt Jesus. Das nur dazu zur biblischen Prophetie. Nun aber, wenn man doch sieht, dass das alles vor unseren Augen sich erfüllt, müsste eigentlich jeder Mensch merken, ich müsste mich zu Gott wenden. Ich müsste jetzt erkennen, Jesus lebt, er ist wirklich gegenwärtig. Und der Herr sagt aber auch etwas voraus, im gleichen Kapitel Matthäus 24, was wir auch heute erleben. Genauso ist es eigentlich in unserer Gesellschaft und in vielen anderen Ländern. Was steht in Matthäus 24, ab Vers 37? Da sagt der Herr, wie es in den Tagen Noahs war, Noah war also der Prophet, der die Sintflut praktisch überlebt hat, ja, in der Arche. Wie es in diesen Tagen war, wo die Menschheit so böse war, so voller Sünde und Unzucht und all diesen Dingen, so, sagt Jesus, wird es auch sein bei der Wiederkunft des Menschensohnes. Das heißt, wenn Jesus zurückkommt auf die Erde, dann wird es auch so sein. Und das ist die Zeit, wo wir jetzt leben. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie merkte nichts, bis die Sintflut kam und sie alle dahin brachte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein, also das Kommen von Jesus Christus. Die Menschen werden es gar nicht merken, die werden das verdrängen, die werden weiterhin gottlos sein, sie werden eben nicht die Bibel lesen, sie werden Augen und Ohren zumachen und sagen, ach, wenn jetzt das Chaos zunimmt, dann genießen wir noch so viel wie möglich. Ja. Bin heute auch mit zugefahren, da haben wir noch Leute gesehen, von Halloween verkleidet bis hin eine Hexe und so mit so langen Nägeln und dem Hut und all diesen Dingen. Das ist das, wo die Menschen sich ablenken mit allen möglichen Kulten, Religionen, okkulten Veranstaltungen. Und es gibt auch vieles andere, Alkoholsucht oder auch Spielsucht, Internetsucht. Also habt ihr schon gemerkt, dass die Süchte zunehmen. Woher kommt das Wort Sucht? Der Mensch sucht etwas. Er sucht Hoffnung, er sucht Geborgenheit, er sucht einen Sinn. Aber wenn er an der falschen Stelle sucht, dann wird er gebunden. Es sind so arme Menschen, die vom Alkoholismus gebunden sind, von Drogen, auch Spielsüchtige. Ich möchte gar nicht zählen, wie viel es da heute gibt. Pornosüchtige, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, auf all diese Dinge, wo der Mensch sucht, aber an der falschen Quelle. Nun, Jesus hat das alles vorausgesagt. Sie werden es doch nicht merken, sie werden es verdrängen. Und man denkt nur noch an das Materielle und Irdische. Das ist ja, was Jesus hier sagt, sie werden essen und trinken, das ist ja jetzt auch nicht falsch. Aber wenn es nur noch um Essen und Trinken geht, nur noch um das neueste Kochrezept, also meine Frau kocht auch sehr gut, bin ich auch sehr dankbar, dann stimmt etwas nicht. Dann ist man im Materialismus gelandet, nur im Irdischen. Und das ganze Geistige und Geistliche, die Welt Gottes, wird alles ausgeblendet. Ich habe gerade das Buch der Sprüche ausgelegt in verschiedenen Bibelwochen. Da steckt so viel drin, Sprüche der Weisheit von Salomo und anderen. Und da heißt es immer wieder, ja, dass der Anfang der Weisheit die Ehrfurcht vor Gott ist. Dass man Gott erkennt und respektiert und bei ihm die Antwort sucht. Wer aber vor Gott davonläuft, er landet in irgendwelchen Süchtern. Oder er sagt, ich brauche Gott nicht. Ich habe eben auch einen jungen Mann kennengelernt im Zug. Der hat gesagt, sein Vater ist Pastor, aber ich bin Agnostiker. Das heißt, er sagt, von Gott kann man nichts wissen. Ja, kann man nicht erkennen. Aber wie gesagt, ich bin Theologe und ich verkündige das Evangelium. Einfach als Zeugnis.
Wie gesagt, war ein ganz gutes Gespräch. Aber so wollen wir auch den Menschen sagen, es gibt mehr als nur dieses Sichtbare und man kann durchaus Gott erkennen. Meinst du auch, man kann Gott nicht erkennen? Da möchte ich direkt das kurz mal beantworten. Wie können wir den Gott erkennen? Und manche denken ja, unser Glaube, das heißt so ein Blindflug, dass man einfach so blind glaubt, ohne irgendwas erkennen zu können. Nun, man kann Gott erkennen, zuerst mal in der Schöpfung. So steht es im Römerbrief Kapitel 1. Da hat sich Gott geoffenbart in seinen Werken. Wenn ihr eine Pflanze, ein Tier oder auch uns Menschen betrachtet, wie wunderbar wir geschaffen sind. Das Universum, die kleinen Zellen, das Große, das Kleine. Das ist alles eine Planung dahinter. Das ist nicht einfach Zufall. Nehmt ruhig mal ein Mikroskop und schaut euch ein Blatt an, welche genauen Strukturen das hat oder eine Blüte. Also wird es aus dem Staunen nicht herauskommen. Früher dachte ich, das sind alles so grüne Pflanzen halt. Aber wenn man es genau anschaut, hat genau mathematische Strukturen, es ist genau abgezählt, diese Blütenblätter und so weiter. Kann das alles Zufall sein? Das denke ich nicht. Also man kann Gott aus der Schöpfung erkennen. Man kann Gott aus der Geschichte erkennen, durch Prophezeiungen, die sich erfüllen. Die ganzen Weltreiche sind vorausgesagt, die wir erleben bis heute. Heute leben wir ja im wieder auferstandenen Römischen Reich. Und das ist beim Propheten Daniel 550 vor Christus vorausgesagt, dass das Römische Reich untergehen wird und wieder auferstehen, etwa in Gestalt der Europäischen Union, in der wir ja gerade hier auch in Deutschland mittendrin leben. Und die ganze Geschichte und die ganzen erfüllten Prophezeiungen. Und dann ist auch eine Offenbarung Gottes im Gewissen, dass Gott jedem Menschen, wenn er sein Gewissen nicht totschlägt, doch in jedem Menschen noch ein Gewissen ist, dass er erkennt Gutes und Böses. Dass schon Kinder merken, oh, das war nicht in Ordnung. Und nur wenn man dann immer weitermacht und nicht umkehrt von diesen Wegen, dann wird das Gewissen betäubt, verroht. Und das ist nicht gut. Aber wenn du ein feines Gewissen bewahrt hast, selbst wenn du noch nie die Bibel gelesen hast, das ist auch eine Offenbarung Gottes in deinem Herzen. Man merkt also genau, da hätte ich jetzt nicht lügen sollen. Hätte ich nicht betrügen sollen. Also ich merke auch ganz genau, auch als Christ kann man noch sündigen leider, wenn ich irgendwas Falsches mache, dann habe ich fast so ein Kribbeln im Hinterkopf, wo mich Gott warnt und sagt, nein, tu es nicht. Ja, lass es bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So die innere Stimme. Also das Gewissen ist auch eine Gottesoffenbarung, ein Gottesbeweis. Und natürlich Jesus Christus, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde kam und gezeigt hat, ich möchte einen Weg euch bereiten, um euch zu retten aus diesem Chaos, aus dieser Verlorenheit. Ja, es gibt Menschen, die sind wirklich versklavt. Sie hängen an der Drogennadel, sie schwanken betrunken von Kneipe zu Kneipe. Heute Morgen im Bahnhof habe ich so schlimme Fälle gesehen, dass sie der Bahnleitung gesagt hat, dass sie da jetzt helfen sollen. Ich muss leider jetzt in Zug, aber die sollen jemanden schicken. Da lagen zwei Männer stockbesoffen im Bahnhof, so im Ausgang. Die haben so leid getan und es war schon so schlimm. Also wenn man so endet, es ist wirklich ganz übel. Und diese ganzen Süchte. Aber es gibt auch Menschen, die sind jetzt nicht so in offensichtlichen Süchten, aber die denken, ich komme ganz gut selber zurecht, ich brauche keinen Gott. Ich bin ja selber so gut. Ich habe noch keinem was Böses getan. Ich pflege meine kranken Angehörigen. Das ist alles recht und schön und es ist wunderbar, wenn du das weiterhin machst. Aber ich sage mal so, jetzt mal ganz vorsichtig sagen, in den Augen Gottes gelten noch viel höhere Maßstäbe. Um in den Himmel zu kommen, müssten wir perfekt sein, müssten wir vollkommen sein, dürften wir noch nicht mal einen schlechten Gedanken haben, noch nicht mal eine Lüge im Leben gemacht haben. Also der Maßstab Gottes ist die völlige Reinheit. Und das kann kein Mensch erreichen. Und deshalb brauchen wir Jesus Christus, der das für uns erfüllt hat, diese völlige Reinheit. Im Römerbrief Kapitel 3 heißt es, über uns Menschen, und das sind alle gemeint, die Süchtigen und die Selbstgerechten. Das heißt da, es ist kein Mensch gerecht, auch nicht ein einziger, nämlich vor Gott. Also, versteht richtig, in Gottes Augen, nach seinem Maßstab. Es ist keiner, der verständlich ist, keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wie gesagt, nach dem Maßstab Gottes. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen.
Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das ist unser menschliches Herz von Natur aus, wenn es nicht verändert wird und durch Jesus gereinigt wird. Ich möchte mal die 10 Gebote gegenüberstellen dem Zeitgeist. Denn jeder kennt hoffentlich noch die 10 Gebote. Die stehen in der Bibel, im Alten Testament, im 2. Mosebuch, Kapitel 20. Also viele haben es noch gelernt im Kommunionunterricht oder Konfirmandenunterricht. Und ich möchte mal einige Gebote nennen und dann aber auch sagen, was heute daraus gemacht wird. Wie sieht das heute aus? Zeitgeist und Bibel im Vergleich. Nun, die Bibel sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist ganz klar. Es gibt nur den einzigen wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und außer ihm gibt es keine Götter. Anders gesagt, der einzig wahre Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi. So sagt die Bibel durchgehend, vom ersten bis zum letzten Buch. Das klingt sehr intolerant, aber es ist die Wahrheit, die Gott so offenbart hat. Das sage jetzt nicht ich, sage Gott selber. Ihr müsst das immer unterscheiden. Ich zitiere hier mal aus der Bibel. Aber heute ist sehr modern, dass man sagt, alle Religionen verehren denselben Gott. Spiritualität ist umfassend, sei es doch tolerant miteinander. Nun, ich bin natürlich schon dafür, dass man sich nicht die Köpfe einschlägt, dass die Religionen auch friedlich zusammenleben sollten, das ist ganz klar. Aber hier geht es um die Wahrheitsfrage. Gibt es den einzigen wahren Gott, den Vater Jesu Christi, oder die ganzen anderen Götter, 300 Millionen zum Beispiel im Hinduismus? Was ist jetzt die Wahrheit? Da muss man auch vergleichen die religiösen Schriften und sehen, wo sich auch Prophetie erfüllt und wo nicht zum Beispiel. Dann gibt es gerade das Nächste, das ist im Neuen Testament auch bezogen darauf, wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, das ist auch eine absolute Aussage. Ja. Und intolerant, aber das sagt Jesus, das sage jetzt nicht ich. Aber heute sagt man, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern nur die dauernde Diskussion, wir sind immer am Lernen. Das gilt natürlich für viele Gebiete, in der Philosophie und so weiter. Aber was nun die Frage der Rettung angeht, so sagt die Bibel, gibt es eine absolute Wahrheit? Das widerspricht jedem Relativismus, dass man sagt, alles sei relativ, es hat keinen festen Wert. Dann weiter. Die Bibel sagt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also der Missbrauch des Namens Gottes. Aber heute sagen viele, Gott, das ist eigentlich alles. Die Pflanze, das Tier, der Mensch selber ist Gott. In jedem Atom und so weiter. Aber das ist nicht biblisch, denn Gott ist der Schöpfer von uns. Aber nicht wir sind Gott selber. Das ist die Vermischung von Gott und Mensch. Das widerspricht auch der Heiligen Schrift. Dann noch viel näher, dann sagen manche, die Bibel sagt erstmal, du sollst den Ruhetag heiligen. Schabbat ist einfach der Ruhetag. Aber seit einigen Jahren hat man angefangen, die Sonntagsarbeit einzuführen, auch da, wo es nicht sein müsste. Es gibt natürlich Berufe, man muss die Tiere im Stall füttern und so weiter. Aber auch da, wo es nicht sein müsste, verkaufsoffene Sonntag. Das heißt, auch die Ehrfurcht vor Gott und seinem Feiertag wird auch immer mehr zur Seite geschoben. Darauf geht kein Segen mehr. Man hat übrigens, ich glaube 1996 war es den Bußen-B-Tag abgeschafft. Man hat den Eindruck, dass sei da kaum noch Buße und Gebet in unserem Land sind, leider. Dann das Gebot, kennt ihr sicher alle, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst. Und was sagt man heute in den modernen Erziehungsprogrammen? Nicht Vater und Mutter ehren, die Kinder sollen selber entscheiden, Kinderräte, Ausreise, Selbsthilfegruppen, antiautoritäre Erziehung. Das ist heute so gang und gäbe. Aber es heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst, damit ein Segen auf deinem Leben liegt. Ohne Eltern wären wir alle gar nicht da. Also sie verdienen Respekt und Liebe. Und gerade im Alter sollten sie nicht abgeschoben werden. Ganz wichtig. Dann das Gebot, du sollst nicht töten. Nun, man sagt heute schon, Lebensschutz ist gut, man will alles Mögliche schützen, aber, darf ich das sagen, noch öffentlich, das ungeborene Kind, das wird leider weithin nicht geschützt, auch in unserem Land nicht. Man will sogar die Abtreibung bis zur Geburt beigeben und ja, das ist nicht in Einklang mit den 10 Geboten. Nicht töten gilt natürlich auch für den Krieg und so weiter, also auf vielen Gebieten das Gebot, das Leben zu schützen.
Dann wird es noch reicher. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen und fliehe vor der Unzucht. Und wie ist es heute mit der ganzen Treue und Ehemoral? Gibt es überhaupt noch Ehen? Das sind jetzt auch solche gesellschaftlichen Themen. Das ist heute kein politischer Vortrag, aber ihr seht, die Bibel sagt ganz klar dazu, ihr sollt auch Gottes Wort einhalten, die 10 Gebote. Und wenn man heute sagt, Leute, die leben unehelich zusammen, nach dem Motto, ich tue, was mir Spaß macht, ich brauche keinen Trauschein, oder freie Liebe, Beziehungen, die Gott nicht segnet, ich sage es mal vorsichtig, all das sei modern, dann widerspricht das dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Oder die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Dann gibt es die Aussage, Eigentum ist Diebstahl, ist Überbleibsel des Kapitalismus. Deshalb weg damit, was dein ist, ist auch mein. Also Enteignung und diese Dinge, auch das haben wir alle schon erlebt in verschiedenen Systemen. Und dann auch, leider sehr aktuell, die Bibel sagt, du sollst kein falsches Zeugnis sehen gegen deine Nächsten. Also nicht lügen. Und heute ist ein Wort, das habe ich erst vor einigen Jahren zum ersten Mal gehört, Fake News. Man kann Meldungen oft nicht mehr vertrauen, ob es jetzt von links oder von rechts ist. Man muss alles wirklich prüfen und vorsichtig sein, bevor man Dinge weitergibt. Ja, das sind solche Abweichungen von Gottes Wort heute auch in unserer Gesellschaft. Und wir wollen beten, dass Gott noch Umkehr schenkt bei den Politikern und bei uns selber, auch in unseren Gemeinden, wo das auch zum Teil nicht mehr ernst genommen wird. Ja, der erste Punkt ist also, was kommt auf uns zu? Jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Und zwar, wer kommt auf uns zu? Wer kommt auf uns zu? Jesus Christus sagt, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann erhebt euer Haupt, also euer Kopf, neudeutsch gesagt, und richtet euch auf, denn dann ist eure Rettung nahe. Er sagt also, wenn dieses Abfallen vom Glauben geschieht, wenn die Gottlosigkeit zunimmt, die ganzen Kriege, Katastrophen und Krisen, das gab es natürlich immer schon, aber es vermehrt sich in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, dann ist die Rettung nahe, dann kommt Jesus bald wieder. Das heißt also, Jesus kommt auf uns zu. Er kommt jetzt nicht mehr als Baby im Stall von Bethlehem, sondern er kommt, so wie es die Bibel sagt, in Matthäus 24 und Offenbarung 1 und so weiter, auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit. Als er auferstanden war von den Toten, dann ist er auf dem Ölberg den Jüngern erschienen und bei Jerusalem und dort ist er zum Himmel aufgefahren, sichtbar vor ihren Augen und so wird er auch sichtbar wiederkommen und diesen Kriegen ein Ende machen. Jesus Christus, wer ist er eigentlich, hat sich vielleicht schon manche gefragt. Was bedeutet eigentlich dieser Name Jesus? Hebräisch Jeshua oder Josua. Das heißt auf Deutsch Rettung, Hilfe. Also er ist der Retter, das ist der Name Jesus. Und Christus ist der Würdetitel, Christos, das heißt der Gesalbte, der König, der Heilskönig, auch der gesalbte Priester und Prophet. Das heißt, Jesus Christus ist der Retter, der als der König wiederkommen wird und seine Herrschaft auf Erden errichtet. Und es werden alle Reiche dieser Welt vergehen. Das neue Römische Reich, das Russische Reich, das Amerikanische Reich, die werden alle keinen dauerhaften Bestand haben, auch die islamischen Reiche nicht. Also ist der Herr wird seine Herrschaft aufrichten und wird regieren, wie es in Jesaja 2 steht, in anderen Stellen, von Jerusalem aus. Und das ist das tausendjährige Friedensreich und danach, nach einer letzten Schlacht von Gog und Magog, wird er seinen neuen Himmel, seine neue Erde errichten. Dann wird diese Erde dann endgültig vergehen. Das passt jetzt auch irgendwie zu dem Thema, wer kommt auf uns zu? Also in der Liebe zwischen Christen bildet sich auch die Liebe Jesu ab. Das haben wir gerade erleben dürfen, diese Nächstenliebe und Hilfe. Und so ist es auch, Jesus Christus selber, ich habe gerade vom Namen her erklärt und vom Titel, wer Jesus ist, er kommt auf uns zu, in ihm kommt nämlich Gott, der Vater, auf uns zu. Es ist ja so, die Bibel spricht von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Vater ist Gott, der alles geschaffen hat, der ewige Geist, ja, der immer schon war, schon vor der Erschaffung von Raum und Zeit. Und als die Zeit erfüllt war, so sagt die Bibel, hat er seinen Sohn auf die Erde gesandt, Jesus Christus. Und dazu, da Gott selber in seinem Sohn auf die Erde kam, musste er
Leib werden. Die Bibel sagt Fleisch, Fleischesgestalt annehmen, wie wir alle. Das ist ein vergängliches Fleisch, was wir hier tragen. Und das heißt, das Wort wurde Fleisch. Und das tat er, damit er Mensch werden konnte wie wir. Und dadurch konnte er uns auch die Rettung anbieten. Ich habe mal gehört, ein Beispiel von einem Evangelisten, der erzählt hat, das verglichen hat mit einem Ameisenstaat. Ein Ameisenstaat war durcheinander geraten. Da war das Chaos eingetreten. Die Ameisen, die wussten nicht mehr, wo es lang geht. Und dann fragte der Sohn des Evangelisten, Papa, was könnte man denn tun, um diesen Ameisen zu helfen? Dann hat er gesagt, wir müssten selber eine Ameise werden, um ihnen ja, auf ihrer Ebene begegnen zu können, auf ihrer Ebene helfen zu können. Und ihr versteht, das ist genau der Vergleich. In den Augen Gottes sind wir praktisch wie Ameisen, ja, oder Staubkörner. Aber er kam wirklich herab, hat sich so erniedrigt bis zu uns Menschen, um mitzuleiden. Ich habe das Thema Leiden gehabt von meinem Jahr, mitzuleiden mit unseren Schwachheiten. Er hat wirklich diesen Hunger durchlitten, Verfolgung, Schläge und bis hin zum Kreuzestod. Man hat ihn ja getötet. Gott, den Vater, hätte man nicht töten können als ewigen Geist und Schöpfer. Aber dadurch, dass der Sohn Leib, Fleisch wurde, konnte man ihn ans Kreuz schlagen. Warum war das nun so wichtig? Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einzige Mensch ist, ich sage bewusst ist, weil er lebt ja ewig, der ohne Sünde ist und ohne Sünde war, als auf der Erde gewandelt ist. Also er hat nie einen schlechten Gedanken gehabt, nie ein böses Wort gesprochen, nie jemand beleidigt oder getötet. Er hat schon Klartext geredet, das ist ganz klar, aber das war alles Gottes Auftrag, dass der Sohn das so sagen sollte, zum Beispiel zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Also ziemlich harte Worte gesprochen, gerade die Theologen der damaligen Zeit, die so in ihrer Tradition waren, aber nicht ihn als den Retter erkennen wollten, viele von ihnen. Und die hat er schon hart angegangen, aber er ist damit, hat damit nie gesündigt, er hat nur die Wahrheit gesagt. Aber aus Eifersucht letztendlich haben sie ihn ausgeliefert an die Römer und die haben ihn dann qualvoll ans Kreuz geschlagen. Und das Geheimnis nun der Rettung, und das glauben ja im Prinzip alle christlichen Kirchen, ja, das ist der Kern des Glaubens, ist ja, dass durch das Blut Jesu, das am Kreuz auf Golgatha bei Jerusalem vergossen wurde, dass dieses Blut völlig rein ist. Und indem er dieses Blut vergossen hat, bietet er uns die Reinigung an. Dass alles, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, jeder schlechte Gedanke, jedes böse Wort, jeder Hass, jede Lüge, Diebstahl, sexuelle Unzucht und so weiter, dass das alles vergeben werden kann, wenn wir dem Herrn diese Sünden bekennen. Wenn wir sagen, Herr, ich habe versagt, ich habe Böses getan, ich habe schlechte Gedanken über meine Nachbarn, ich bin meiner Frau untreu gewesen, ich habe die Kinder hart verprügelt und was auch immer, solche Dinge. Und dadurch, wenn Jesus Christus in unserem Herzen ist, wenn wir im Glauben, so sagt die Bibel, ihn aufgenommen haben in unser Herz, dann möchte er uns diese Sünden vergeben. Das heißt, dann wird sein eigenes Blut für uns wirksam in unserem Leben. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass sein Blut heute noch vergossen wird. Es wurde einmal am Kreuz vergossen und das ist wirksam für alle Zeiten. Und zwar in die Zukunft, also bis zu uns und weiter, bis zum letzten Menschen, der auf der Erde lebt. Und auch rückwirkend für die Menschen, die vor Jesus schon auf der Erde waren. Und deshalb haben ja die Juden geopfert, haben Stiere geopfert und Schafe und Tauben. Es musste Blut fließen zur Vergebung der Sünden. Und das gibt es übrigens nicht nur im Judentum, sondern auch in anderen Religionen, bis eben auch zum Islam. Die haben auch das Opfer, die Reinigungen, die Waschungen. Also in allen Religionen ist eine Erinnerung geblieben, dass man opfern muss, um sich zu reinigen. Und es muss, so hart das klingt, Blut fließen. Aber es heißt im Hebräerbrief, das Blut von Böcken und Stieren kann unsere Schuld nicht wegnehmen, sondern allein das Blut des einzig reinen und heiligen Sohnes Gottes, Jesus Christus. Hat das verständlich? Ja, das ist der Kern des Glaubens, das eigentlich alle Kirchen als Zentrum haben, deshalb auch Karfreitag, ja, wo wir daran denken, an den Kreuzestod Jesu. Aber das allein würde jetzt nicht ausreichen, wenn noch nicht etwas weiteres geschehen wäre, dass nämlich Jesus nach der Kreuzigung von den Toten auferstanden ist. Das heißt, er hat den Sieg errungen über den Tod, aber auch über die Sünde und über den Teufel. Es gibt nämlich auch den Teufel, also die gefallenen Engel, sagt die Bibel ganz deutlich, ist kein Märchen, sondern wer ein bisschen Ahnung hat mit Okkultismus, Satanismus, der weiß, es gibt auch Dämonen, aber es gibt auch die guten Engel, die Gott treu geblieben sind.
Die Bibel spricht sogar an einer Stelle auch sogar tatsächlich von Schutzengeln. Das gibt es also wirklich. Aber wir sollen nicht zu Engeln beten, aufpassen, sondern allein zu Gott, dem Vater im Namen Jesu oder zu Jesus Christus. Das ist das Einzige, wohin wir beten dürfen. Wir sollen nicht zu Engeln beten, als mal Johannes, der Apostel, den Engel anbeten will. Ganz am Ende der Bibel steht das zu lesen, sagt er, bete Gott an, soll nicht mich anbeten. Es gibt halt so eine Engelverehrung in der Esoterik. Ja? Das ist also nicht biblisch. Auch keine verstorbenen Menschen anbeten, sondern allein Gott und den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und zwar, indem der Heilige Geist in uns wohnt und er vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichen Seufzen. Auch der Heilige Geist wird in der Bibel nirgends angebetet, denn er wohnt ja gemäß Römer 8 in uns und vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichen Seufzen. Auch wichtig zu beachten. Ja, also, Jesus Christus ist auf uns zugekommen, reicht uns seine Hand, wo die durchbohrt ist durch die Nägelmale, und sein vergossenes Blut macht jeden rein von aller Sünde, der das annimmt im Glauben. Glauben heißt Vertrauen, dass Jesus das für mich getan hat. Vertrauen, Herr Jesus, du hast das für mich getan, und ja, Jesus dann ins Herz aufnehmen. Jesus kommt auf uns zu. Und das Dritte ist, der letzte Punkt heute Abend, der erste war ja, was kommt auf uns zu? Der zweite Punkt, wer kommt auf uns zu? Und der dritte Punkt heißt jetzt, er kommt auf dich zu. Auf dich ganz persönlich. Auf mich ist Jesus zugekommen, als ich 18 Jahre alt war. Damals schenkte mir mein katholischer Religionslehrer ein neues Testament. Und wegen guter Leistung und so, aber will ich jetzt nicht sagen. Da hat man das tatsächlich geschenkt. Also damals war das noch so, ich habe ein Abitur gemacht. Ich erzähle auch mal, wie alt ich bin, das war 1977. Ich frage jetzt nicht, wer von euch da schon gelebt hat. Ja, da habe ich jedenfalls neues Testament. Und damals war ich 18 Jahre alt, also Jahrgang 58, wenn ich jetzt richtig rechne. Und dann, als ich das gelesen habe, und ich hatte ja auch gläubige Klassenkameraden, dann habe ich überhaupt erst verstanden, wer Jesus ist. Also wenn man die Bibel nicht liest, dann weiß man auch nicht, wer Gott ist und wer Jesus ist. Aber da steht das alles geschrieben. Und da habe ich erkannt, Jesus hat mich lieb. Ich war damals in der Esoterik sehr stark drin. Ich habe durch die Nachbarschaft zu einer Waldorfschule sehr viel über Anthroposophie damals praktiziert, Buddhismus, Yoga, alle diese Dinge. Und dann haben am Ende meine christlichen Mitschüler gesagt, das sind alles Versuche, sich selber höher zu entwickeln, sich selber zu erlösen, aber das funktioniert nicht. Weil du wirst dich nie selber vervollkommnen können. Der Mensch ist nicht perfekt. Du brauchst jemanden, der dir diese Perfektion schenkt. Versteht ihr? Die Perfektion, die Vollkommenheit, ist ein Geschenk, das nur Gott uns geben kann. Können wir nicht selber machen. Natürlich können wir es bemühen, gute Leute zu sein, anderen zu helfen. Das macht ja auch der Humanist. Ist auch nichts dagegen zu sagen. Aber wenn es jetzt darum geht, wie komme ich in den Himmel, wie habe ich ewiges Leben bei Gott, reichen selbst die besten Werke nicht aus, wenn sie ohne Gott getan sind. Und jetzt verrate ich euch noch was. Gerade wenn der Mensch ohne Gott leben will und ohne Gott perfekt sein will, ich sage es mal ganz hart, dann ist das die größte Sünde. Eigentlich das ganz Üble, weil die Ablehnung Gottes, das ist die allergrößte Sünde. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wisst ihr, was der größte Götze heute ist? Das eigene Ich. Ich bin das ja. Wir schaffen das. Ich mache das. Ohne Gott, ja. Das ist dieser ganze Götzenkult heute. Deshalb liegt auch kein Segen auf vielen Dingen in unserem Land. Wenn da gesagt würde, wir schaffen das mit Gottes Hilfe, das ist anders. Ja. Aber wir, das ist der Mensch, der Titan, der sich selber so für perfekt hält. Aber das funktioniert nicht. Und es ist traurig, wie viele heute darauf verzichten, Gott um Hilfe anzuflehen. Das ist an sich unbegreiflich. Nicht nur Politiker, auch jeder einzelne Mensch. Vielleicht ist auch bei uns jemand, der denkt, ach, hören wir das jetzt mal an, aber ich schaffe ja ganz gut ohne Gott. Beten, ich habe noch nie gebetet, vielleicht mal als Kind, aber ich gestalte mein Leben selber, ich will mir auch nichts reinreden lassen. Aber ich sage euch jetzt noch was. Wenn du wirklich glücklich sein willst, dann kannst du das nur, wenn du mit Jesus in Verbindung bist. Weil das ist das einzige Glück, das tragfähig ist, das eben nicht zerbricht, wenn jetzt irgendwelche Schicksalsschläge kommen, wenn Krisen kommen. Wenn eine Krankheit kommt, ich habe erst hier mal Leid gehabt, hier vor einem halben Jahr, dann bricht es sehr schnell zusammen, bis diese eigene sich auf die Schulter klopfen. Aber ein wirklicher Christ, der
in der Gebetsverbindung mit dem Herrn ist, der die Bibel liest, der auch die Versammlungen besucht, der hat eine Kraftquelle. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich bin jetzt gläubig seit 1976, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Jahre das sind, ich habe Höhen und Tiefen gehabt, aber ich habe gemerkt, dieser Grundton hat gestimmt, der Herr. Also Gott hat mich immer getragen. Und ich habe auch schwere Schicksalsschläge gehabt, allein dreimal arbeitslos und so weiter. Ich will jetzt hier nicht alles aufzählen, viele Todesfälle. Aber der Herr hat immer wieder durchgeholfen. Und wenn du nur auf dich allein gestellt bist, mit unserer Kraft ist nichts getan, sagt der Liederdichter. Das hält nicht lange durch. Deshalb, ich wünsche jedem von uns diese Kraftquelle in Jesus Christus, die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus, einen Sinn im Leben, dass ich weiß, wozu ich eigentlich hier bin, nämlich ich bin ein Geschöpf Gottes, ich diene Gott und ich gehe einmal zu Gott, wenn ich sein Kind bin. Wer nicht Gottes Kind ist, wer ohne Gott leben will, für den gibt es einen anderen Bestimmungsort. Das darf ich jetzt ja auch nicht verschweigen. Wisst ihr, was das ist? Die Hölle, die ewige Verdammnis. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Ich will es erwähnen. Wir wollen ja keine Höllenangst machen. Es ist die Liebe Gottes, die uns einlädt. Das ist wichtig. Aber das andere ist auch Realität. Also als Christ habe ich einen Sinn im Leben. Ich habe Geborgenheit im Leiden. Und ich darf wissen, ich darf einmal beim Herrn im Himmel sein. Jesus kommt auf uns zu. Ja, mit der Corona-Zeit will ich noch kurz bezeugen, wie es mir damals ging. Natürlich, die Einschränkungen, das war schwer für uns alle. Und wir beten, dass sich das nicht so bald wiederholt, wobei es da keine Garantie gibt. Aber was hat mich persönlich durchgetragen? Es war ja von außen rum so ziemlich alles verboten, es ging uns allen so. Aber den Blick nach oben, den hat keiner uns nehmen können. Den Blick zu Gott, zu Jesus Christus. Und wenn ich dann oft so im Wald spazieren gegangen bin, im Wald dann ohne Maske natürlich, manche haben da auch Maske getragen im Wald, aber lassen wir das Thema, weil ich die frische Luft genießen wollte. Als ich dann im Wald spazieren gegangen bin, dann habe ich immer wieder gebetet und natürlich nicht nur im Wald, aber da haben wir so richtig die Freiheit in Gott auch gespürt, natürlich auch in der Gemeinde. Und ja, es hat einfach durchgetragen, dieser Glaube, diese Beziehung zum Herrn. Und wenn mal Verfolgung kommt für Christen, wenn sie uns ins Gefängnis werfen, das geschieht ja Tag für Tag in islamischen Ländern, in Nordkorea und anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Was treibt dann durch? Allein der Herr Jesus, der im Herzen wohnt, der uns stärkt. Er möchte in uns wohnen. Wisst ihr, was das geistige Geheimnis des China-Missionars Hudson Taylor ist? Christus in uns. Das möchte ich am Schluss auch nochmal sagen. Als Christ ist nicht so, dass ich mich abkrampfe mit guten Werken. Habe ich das erfüllt? Habe ich das gehalten? Und das, manche denken ja, ist so eine Religion der Gebote und Verbote. Nein, das ist eigentlich viel einfacher. Einfach mal uns bitten, Herr Jesus, leite du mich. Christus in uns. Durch den Heiligen Geist, er führt mich. Er zeigt mir, was ich für ihn tun kann. Er gibt mir die Kraft. Er zeigt mir, wen ich besuchen sollte, wo ich ein gutes biblisches Wort weitergeben kann. Das war das Geheimnis dieses bekannten und gesegneten China-Missionars Hudson Taylor, durch den viele Tausende zum Glauben kamen. Am Anfang hat er auch versucht, aus eigener Kraft hier die Chinesen zu bekehren und so weiter. Und irgendwann hat er erkannt, Herr, ich lasse einfach dich wirken. Ich bin einfach nur dein Werkzeug. Und das ist ein glückliches Leben. Ich darf jetzt über 40 Jahre dem Herrn dienen und ich kann einfach nur sagen, ich habe so ein erfülltes Leben. Es gibt nichts Größeres, als wenn ich jeden Morgen weiß, heute ist wieder ein Tag, wo ich mit Jesus lebe, wo ich ihm dienen darf. Und das wünsche ich euch auch. Auch wenn ihr jetzt nicht mit 18 zum Glauben kommt, seid manche vielleicht schon früher. Vielleicht sind manche schon 80, ich weiß nicht, ich kenne euch jetzt nicht so, aber ihr seid alle jünger aus. Dann ist es aber auch nicht zu spät. Man kann, solange man auf der Erde ist, immer noch sein Leben Jesus schenken. Wie geschieht das, dass Jesus ins Herz kommt? Nun, ganz einfach, ein Gebet, das von ganzem Herzen ist. Also nicht jetzt irgendein Ritual, das ich Formeln aufsage, sondern von ganzem Herzen bete, etwa in der Weise, Herr Jesus, ich erkenne, dass ich ein verlorener Sünder bin. Ich habe nichts zu bringen, außer meine Schuld, meine ganze Selbstgerechtigkeit, ist wie ein schmutziges Kleid. Nimm du mir das alles ab und schenk mir die Reinigung durch dein heiliges Blut, das du am Kreuz auf Golgatha vergossen hast. Komm du durch deinen Heiligen Geist in mein Leben, mache mich ganz neu und wohne du in mir, Christus in mir. Und dann schenk mir jeden Tag
die Weisheit und die Kraft, dir nachzufolgen, dein Diener, deine Dienerin zu sein, dein Kind zu sein. Das ist dieser Schritt, dieses Gebet von Herzen. Und du darfst dann aber nicht aufs Gefühl schauen, dass es vielleicht irgendwelche Wolken aufgehen oder was, sondern es heißt in der Bibel, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Einfach von Herzen den Herrn einladen im Gebet und dann darfst du wissen, jetzt wohnt der Herr durch seinen Heiligen Geist in mir. Jetzt bin ich ein Kind Gottes und auch heute Abend ist die Möglichkeit, es zu tun. Nach der Veranstaltung werden wir hier vorne sein, ihr dürft gerne auf uns zukommen und dann können wir auch gerne beten mit allen, die es wollen. Wir geben euch auch gerne Literatur mit, zum Beispiel habe ich hier ein Heft, ganze Sache mit Jesus über den Anfang im Glaubensweg. Wir werden euch eine Bibel schenken, wer sie noch nicht hat. Das ist eine Schlachterbibel, eine der besten Übersetzungen und auch sonst. Und gut ist auch, wenn man dann andere Christen kennt im Ort, die wirklich neu geboren sind durch den Geist Gottes. Das ist dieser Begriff Wiedergeburt, nicht Reinkarnation, sondern dass der Geist Gottes ins Herz einzieht. Das ist der Unterschied, wenn wir von Wiedergeburt reden. Also nicht Seelenwanderung, sondern geistliche Neugeburt durch den Geist Gottes, den wir durch das Gebet in unser Herz aufnehmen. Und da laden wir ganz herzlich ein, das zu tun und ja, auch zu Gesprächen, bleibt gerne zurück. Es sind einige Brüder und Schwestern, Christen hier, die auch gerne mit allen reden, die Fragen haben, auch sonst vielleicht hast du schon mal als Christ angefangen und dann hast du andere Interessen plötzlich gehabt, bist abgewichen vom schmalen Weg, wie die Bibel ihn nennt. Aber da kannst du wieder umkehren, wirklich dieses erfüllte Leben wieder bekommen. Auch dann darfst du gerne zum Gespräch nachher kommen. Ich denke, alle freuen sich, wenn Menschen einen Anfang oder Neuanfang mit dem Herrn machen. Und so möchte ich jetzt auch Amen sagen und nochmal mit uns beten. Ihr dürft euch dazu erheben und danach noch ein paar Hinweise. Allmächtiger, heiliger Gott, geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Und wir sehen, dass viele Menschen ohne dich leben wollen, dass sie die Beziehung zu dir vergessen haben oder nicht suchen. Schenk doch, dass viele wieder zurückfinden zu dir, damit sie aus dem Chaos ihres Lebens herauskommen, Orientierung finden, Kraft und Sinn im Leben. Und dazu hilf auch heute Abend, Herr, dass Menschen erkennen, auch in unserer Mitte, ja, ich brauche Jesus, ich bin einfach sonst auf dem Verliererweg, ich bin gehe verloren und möchte das so gern, ja, ein geeinigtes Herz haben und in den Himmel kommen, möchte dem Herrn dienen. Ja, Herr, bewege diese Herzen, dass sie einfach auch den Mut haben, zum Gespräch zurückzubleiben und dass wir auch Weisheit haben, zu helfen, Herr. Segne jeden, der gekommen ist, Herr. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Ja, noch ein paar Hinweise. Also, so wie ich weiß, werden jetzt noch ein oder zwei Lieder. Noch zwei Lieder, vielen Dank auch. Also singen ist jetzt nicht so meine Gabe, aber ich freue mich, dass ihr das so schön singt. Wir haben hier einen Flyer, Gott kann man beweisen. Darf auch gerne jeder mitnehmen, da sind nochmal die Gottesbeweise drin. Und auch ein Flyer, Einladung in den Himmel. Wo werden Sie die Ewigkeit verbringen? Und auch viele weitere Hefte, auch für Kinder. Jetzt was, Gott liebt alle Kinder. Und das sieht so aus, dürft auch gerne mitnehmen. Auch Einladung in der Konferenz Rückrede, das ist ja nur eine halbe Stunde weg, da bin ich noch bis Samstag. Können wir uns gerne wiedersehen, morgen Abend sprechen über das Thema 28 Kennzeichen von ihr Lehrern, vielleicht gerade die Christen unter uns interessieren. Also da liegen diese Flyer auch aus, hier vorne alles. Und dann habe ich noch eine evangelistische Visitenkarte hier. Wer ist gut und kann sofort erkennen, was hier steht? Was sehen Sie? Sehr gut, ja. Das ist Jesus. Auch viele erkennen es nicht sofort wegen dieser weißen Schrift. Aber da sehen Sie und da eine kurze Botschaft und auch meine Adresse, wer Fragen hat, das liegt auch hier aus. Ja, jetzt darf ich bitten, dass ihr mit uns wieder singt. Und dann wird, glaube ich, Jude und dann jemand, der noch den Abschluss macht.